Hallo, liebe Radfreunde. Für uns geht es heute weiter. Ja, ein neuer Tag hat begonnen. Es geht heute über den Brenner. Das heißt, ziemlich viel bergauf, so circa die ersten 45 Kilometer mit 1200 Höhenmetern. Ich bin mal gespannt, wie es zu fahren ist. Und ja, wir fahren jetzt erstmal weiter nach Innsbruck. Das sind 15 Kilometer, wo es überwiegend flach ist. Wir sind jetzt zurück auf dem Innenradweg. Es waren auch nur 500 Meter. Den äußersten Rand von Innsbruck haben wir jetzt erreicht. Jetzt geht es noch einmal in die Stadt und quer durch die Stadt. Und danach geht es noch steil in Richtung Brenner. Nachdem wir durch Innsbruck durchgefahren sind, haben wir jetzt hier noch ein kurzes Päuschen gemacht auf der Bank. Und ab jetzt geht es 7 Kilometer erstmal ziemlich steil bergauf. Ja, schauen wir einfach mal, wie wir da hochkommen. Wir werden es auf jeden Fall gemütlich angehen. Die erste Steilstufe haben wir geschafft. Jetzt sind es noch 3 Kilometer, die ziemlich steil werden. Danach geht es erstmal ein längeres Stück. Mehr oder weniger flach hin, zumindest laut Karte. Nach 7 Kilometern mit einer ziemlich krassen Steigung sind wir gerade in Klatsch angekommen. Ja, jetzt geht's erstmal ein bisschen hoch und runter, aber eher flach. Die ersten 20 Kilometer Richtung Brenner haben wir geschafft. Wir sind jetzt kurz vor Mal 3. Ja, dann sind es jetzt noch 12, 13 Kilometer bis wir oben sind. Naja, das kann man jetzt schon mal festhalten. Der Brenner knallt ganz schön rein. So, liebe Radfreunde, wir sind hier gerade in Steinach am Brenner. Haben gerade die Mittagspäuschen gemacht und ich hatte auch versucht, auf dem Campingplatz anzurufen. Der hat allerdings leider bis nächstes Jahr geschlossen. Nun ja, jetzt haben wir bei Booking einen Gasthof gebucht. Dann haben wir heute Nacht wenigstens ein festes Bett. Zum Schluss gibt es nochmal richtig Arbeit für die Waden. Da hoch zu dem Haus muss man. Und von da unten, komm mal her. Nach kräftezehrenden 35 Kilometern sind wir endlich auf dem Brenner. Und ab hier geht's für heute nur noch bergab. Ab jetzt geht's durch Italien. Das dritte Land am dritten Tag sind nach Sterzing jetzt noch 16 Kilometer überwiegend bergab.
Liebe Radfreunde, wir sind jetzt hier beim Gasthof angekommen. Ja, es waren von Brenner bis runter nach Sterzing dann doch nochmal 20 Kilometer, die größtenteils aber bergab waren. Wirklich richtig schön zu fahren, auch nicht so steil bergab, dass man sehr viel bremsen musste. Ja, wir haben uns gerade erstmal geduscht, dann werden wir noch was zu essen machen. Im Großen und Ganzen war es ein wirklich anstrengender Tag hoch zum Brenner. Es waren über 1200 Höhenmeter, die es bergauf ging, auf knapp 40 Kilometer. Nun noch kurz zum Highlight des Tages. Für Sabrina war es das Ankommen auf dem Brenner. Natürlich für mich auch ein Highlight, wobei ich tatsächlich sagen muss, das große Highlight war für mich die Abfahrt hier nach Sterzing runter. Ja, es war einfach wunderschön und ich werde euch von beiden natürlich auch wieder kurz jetzt was einblenden. Und ich würde mich freuen, wenn wir uns morgen wiedersehen.